Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Create Arma 3. Mein Name ist Martin und heute geht's direkt weiter. Für euch ist 1-2 Tage vergangen, für mich geht's direkt los. Denn ich habe gesagt, ich will das jetzt weiter vorantreiben. Und zwar ist mir noch eine Sache aufgefallen, und zwar möchte ich das Interface einstellen finden. Das UI, das CBA UI, das brauchen wir nicht, das falsche gesetzt. Wo war das denn nochmal? Wo war denn nochmal das Ace UI? Warte mal, das UI, so rum, ja, UI ist falsch, ich weiß. Never mind, UI. Wo ist denn das UI? Wo ist denn das UI? Wo ist denn das I hin? Hier haben wir doch hier View Restrictions, ist ja Quatsch, ist ja egal, brauchen wir nicht. Akkre 2 brauchen wir auch nicht. Store Server, Safe Password, nein, brauchen wir nicht. Was ist denn los mit dir? Wo waren denn die Arms? Nee, ist ja Quatsch. Wo war denn nochmal? Ich hab das schon lange nicht mehr gehört, warte mal. Ace X View Restriction, was ist das? Nein, das war's auch nicht. Sitting Headless Fortify. Field Rations brauchen wir auch nicht. Wind Deflection, View Distance Limiter. User Interface, das klingt doch gut. User Interface klingt nach gut. So, und zwar möchte ich, das möchte ich zumal, die Stamina Bar raus haben. Die Stamina Bar kommt raus. Denn ist nervig. Zukünftig kommt das bei meiner Mission allen raus, wenn ich es nicht vergesse, rauszunehmen. Natürlich dazu reinzunehmen. Finde ich wichtig, weil ich werde euch das ganz kurz zeigen. Und zwar, wir haben hier unseren Soldaten gerade. Mal kurz reingehen. Warum überhaupt? Warum sage ich überhaupt, dass wir das rausnehmen? Und zwar habe ich in den NTF-Missionen einfach gemerkt, dass es unglaublich nervig ist, dass, ja, wie sage ich das denn nochmal? Also es ist unglaublich nervig, dass, dass man sowas sagt wie, meine Ausdauer ist bei Gelb. Was? Deine Ausdauer ist bei Gelb. Aber du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr. Hat so ein bisschen Immersionsgedanke, was ich auch den Leuten gar nicht böse nehme, weil wenn ich was Gelbes oder Rotes sehe, sage ich es genauso. Ich habe es auch schon gesagt, ja. Von daher, aber man gleicht das, beziehungsweise man sagt direkt, okay, man kann es da nicht mehr sagen, weil ist ja so. Übrigens muss ich nach der Aufnahme testen, ob es überhaupt funktioniert hat, weil ich nehme gerade Desktop auf und ich habe ja meinen Rechner formatiert, wie ich schon gesagt habe. Ich habe es funktioniert, vielleicht leckt es auch und ich kann dann gleich das Ganze nochmal neu aufnehmen. Dann heule ich einfach. Jetzt oben die Ausdauerleiste weg, das passt ganz gut. Das heißt, ich sehe dann nicht mehr, ob es so schlimm ist. Das passt. Gehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die gleich nicht funktioniert. Ich werde kurz probieren. Ich bin gleich wieder da. Puh, die gute Nachricht ist, es hat funktioniert. Also können wir direkt weitermachen. Kann ich also weiter aufnehmen. Ich hatte nämlich Angst, dass ich jetzt nochmal neu anfangen muss, die letzte Aufnahme. Wie gesagt, nach einer Formatierung ist es immer so Probelauf. Ich hoffe einfach, dass es klappt. So, das UI haben wir da eingeschickt. Ach, ich würde aber gerne mal gucken. Ich bin ja ein Freund davon, indem man vielleicht sagt, so ein paar... Ja, ich finde so ein paar User-Interface-Sachen braucht man nicht. Also ich brauche so ein paar Sachen, brauche ich nicht. Natürlich müssen ein paar Sachen sein, wie der Firing-Mode, das muss drin sein, den Armor-Typ, weil das sehe ich ja nicht. Das Ding ist, in echt würdest du das fühlen oder würdest du sehen auf deiner Waffe, wie es eingestellt ist. Ist aber nicht überall der Fall, ja. Deswegen schaue ich gerade, was wir noch machen. Firing-Mode, das ist Quatsch, das ist ja auch blöd. Obwohl, eigentlich ist das so das Einzige, was mich ein bisschen auf den Sack geht. Das Command-Menü. Was ist denn? Egal, Weapon-Information. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich gar nicht sehen, wie viele Magazine ich habe. Das, finde ich, kann man aber ausblenden. Geht das? Warte mal, was ist das denn? Lass mal kurz reingucken. Ist das jetzt nur, dass ich nicht sehe, welchen Waffentyp ich oben habe? Weil, sorry, ich sehe, was ich für eine Waffe in der Hand habe. Das kann ich sehen in Arma. Und ich gucke in mein Inventar einfach. Wenn ich mir unsicher bin, was für ein Typ ist. Ich bin ja, wie gesagt, ein Freund von wenig Interface. Man könnte natürlich auch sagen, ich deaktiviere alles in Interface wegen einer Hardcore-Mission oder Milsim, weil ja Milsim ja alles weg ist. Man müsste es ja fühlen, aber es geht halt in Arma nicht. Ist halt in Arma schwierig umzusetzen, weil eben genau der Faktor dazwischen ist, dass es Probleme geben kann, weil ich eben manche Sachen nicht sehe. So, warte mal. guck mal. Wenn ich jetzt das so mache, dann ist das Problem. Das heißt, ich sehe auch nicht den Feuerautomatik-Modus. Das ist natürlich kacke. Und daran könnt ihr sehen. Ich könnte auf meine Waffe gucken und sehen, okay. Einzelschuss oder nicht schon. Autoschuss haben wir jetzt drin. Jetzt haben wir Einzelschuss drin, oder? Oh. oder auch nicht. Andersrum ist es okay. Das lassen wir also eingeblendet, das ist eine Kackidee. Ja, man muss es testen. ja, oder so, wie ihr seht, es funktioniert gut in Arma, deswegen ist es dann sinniger, dass man manche Sachen drin lässt. Add-on Options nehmen wir wieder rein, sagen hier, okay, das lassen wir drin. Shit happens, lassen wir drin. Stamina Bar haben wir rausgenommen, das ist wichtig, lassen wir auch drin. Das können wir doch wieder ändern, oder? Ja, passt doch. So, das können wir wieder reinmachen. Das passt so ganz gut. Das wird vom Server genommen. Das Ding haben wir. Hier haben wir die Sachen noch reingemacht. Jetzt machen wir die Schönheitskorrektur. Das sieht ja echt scheiße aus, Mann. So, das machen wir so ein bisschen hintereinander. Ja, ich weiß, das hat eigentlich keine Auswirkung, aber ich bedarf das. Das muss schön aussehen. So, es ist nicht ganz genau hintereinander. Eben standen die ja wie verteilt. Das ist das ja schon was schöner geworden. Das geht schwieriger, weil da auch mehr Einheiten drin sind. Das haben wir gemacht. Einheiten sind drin.
Was mir ja noch so gar nicht gefällt, ne, ist hier. Also das ist eigentlich sehr, sehr hässlich. Deswegen würde ich hier gerne tatsächlich noch ein paar Zelte hinstellen. Noch ein paar Berichtigungen reinmachen. Weil der Vorteil ist, die Frage ist denn, das hatte ich schon mal in der Folge gesagt, was brauchen wir denn noch drin? Also, ja, was nehmen wir denn hier für Zelte rein oder sowas? Was, also, fahren die Leute überhaupt nochmal zurück? Wie die Frage, die ich stelle. Tent Shelter, Inner, Open. Ja, so können wir machen. Problem ist, da ist auch kein Item-Symbol drauf. Und da brauchen wir immer noch den Boden dazu. Warte mal, was ist denn das? Ist das dieses Ding hier? Ist es das? Ja. Das ist das Ding, da kann man noch den Boden drin. Das ist ganz gut. Da brauchen wir natürlich dann auch einen Karas-Cutter natürlich, ja. Auch wenn da, also innen werde ich es nicht einrichten, aber ich werde einen Boden hinzufügen. Den Boden machen wir, den Boden machen wir natürlich rein. Aber den Gras-Cutter müssen wir dann eh noch gleich machen. Wenn ich noch ein paar Zelte reinmachen, das ganze Ding hier vielleicht noch ein bisschen vollgestellt ist. Wir können es auch rausschmeißen. Also, wenn ihr sagt, hier ist scheiße, nehmen wir es wieder raus. Haben wir den Gras-Cutter schon verbaut? Nee, ne? Oder ist das ein Gras-Cutter? Nee, das ist kein Gras-Cutter. Haben wir hier einen Gras-Cutter gebaut? Irgendwann haben wir doch einen Gras-Cutter gebaut, oder? Wenn ich mal, das ist ein Gras-Cutter. Wo ist denn der Cutter? Warte mal, ich brauche hier ein leeres Item. Cutter. Nehmen wir es mal so. Oh, da haben wir es doch. So, zack. Zack, 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 zack. Passt das? Passt. Passt das? Passt. Passt das? Passt. Sehr schön sieht das aus. Dann haben wir das Gras nämlich weggecuttet. Was wir noch machen können hier hinten, das sieht nämlich echt scheiße aus irgendwie. So, zack, zack. Einfach nur der Optik wegen. Und dann machen wir hier auch noch weg. Also, und dann kommt jetzt hier auch kein Gras hin, das ist ja Blödsinn. Oh, ich sehe auch gerade, dass ich hier zwei verschiedene Graskratzer verbaue. Natürlich Blödsinn. So, so, so und so. Haben wir den Grasscheiß da auch noch weggemacht. Das machen wir dort auch noch weg, weil das sieht einfach scheiße aus. Ein paar Kleinigkeiten kann man schon machen. Ein bisschen Gras wegcutten geht schon. So, hier machen wir natürlich auch weg. Sieht natürlich auch scheiße aus. Hier sind so Feinschliffe, an denen wir jetzt arbeiten. Ach, hier müssen wir noch was machen, ne? Sind auch noch gar nicht fertig. Dauert noch ein bisschen, bis wir hier fertig sind. Wir müssen erstmal anfangen, hier eigentlich ein Briefing-Ding hinzustellen. Die Frage ist denn... Ja, machen wir. Das ist eigentlich schon fast so schade, wenn ich die Mission nicht anbieten würde in der NTF, ne? Weil nicht jeder schaut das Let's Create. So, auch weg. Zack, zack, zack. Wenn schon machen wir es richtig. Ja, so, dann passt das doch. Hier ist kein Gras mehr, da wächst kein Gras mehr. Das ist ganz gut. Das heißt, ich würde gerne eine Slideshow verbauen. Ich würde gerne ganz krass cool eine Slideshow verbauen. Da müssen wir uns aber erstmal was überlegen. Da brauchen wir erstmal was überlegen, was wir tun überhaupt. Und wir brauchen so ein paar Daten. Also wir müssen uns ein paar Sachen einfallen lassen, was wir nutzen. So, okay, das können wir schon mal machen tatsächlich. Und zwar würde ich gerne erstmal ein Bild von einem Offizier ranmachen. Ja. So, wo ist denn hier? Warte mal, hier. Ach, das ist da. Ja, ja, warte mal, das kann ich ja nicht. Hier haben wir Gras gerade verbaut. Ah, guck mal, hier haben wir das verbaut. Ah, ich wusste doch, irgendwo haben wir das schon mal verbaut. Irgendwo wusste ich doch, hatten wir das schon mal verbaut. Hier ist ja alles schon ein bisschen länger her. So. Außen machen wir auch noch ein bisschen ab. Gut. Gras braucht das Land nicht. So. Das passt. Sehr schön. Machen wir so, hat wackelt und hat Luft. So, was ich gerne tun würde, ist tatsächlich Satellitenaufnahmen. Satellitenaufnahmen sind immer cool. Müssen wir natürlich schauen, wie wir das machen. Und zwar würde ich es gerne per Zeus machen. Ja, ich weiß, voll langweilig. Haben wir Zeus schon verbaut? Ja, haben wir, ne? Haben wir schon verbaut. Und dann fangen wir an, tatsächlich schon mal das Briefing vorzubereiten. Das ist eine gute Sache. Das können wir tatsächlich machen. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Also wir werden heute noch nicht so weit kommen. Das ist wahrscheinlich, also, dass wir das Briefing heute fertig kriegen. Aber wir werden so ein paar grundlegende Informationen machen und Zeus nutzen als Screenshot-Macherei. Screenshots sind wichtig für alle. Ein Screenshot braucht man immer mal. Währenddessen öffne ich schon mal, während das hier lädt, den Screenshots-Ordner auf meine Festplatte von Arma. Da haben wir ihn auch schon. Ich ziehe ihn sogar hier rüber. Ihr seht das. Ich habe einen Screenshot-Ordner. Der ist immer wichtig. Der ist leer, weil ich formatiert habe. Klar. Wie auch anders, ne? Brauchen wir natürlich. Cole Phelps, Zeus gesagt, gerade Verdun. Viel Spaß, Cole. Beim Zocken. So, War das vorhin auch schon so? War das schon immer so? Haben wir da irgendeinen Fehler reingebaut? Oh, wir haben die Simulation, glaube ich, nicht verboten, ne? Ja, so kann man es lassen. So ist schön, machen aber jetzt trotzdem unsere Aufgabe und dann kümmern wir uns darum. Screenshots machen wir als erstes und dann schauen wir.
Wir werden es auch so machen, weil da können, ich sag immer so, plus minus ein bisschen Zeitraum finde ich wichtig. Wir werden Dokumente übrigens auch reinbauen in Screenshot-Ding rein. Warte mal. Muss ich hier natürlich ein bisschen die Reichweite hochstellen für die Screenshots, das ist natürlich wichtig. So. Übrigens tolle Mod, wenn ihr Performance sparen wollt. Sehr, sehr geil. Fangen wir es mal hier an tatsächlich. Wir lassen die ganz kurz laufen. Passt eigentlich. Und zwar machen wir jetzt hier von oben ein Ding. Und dann machen wir hier so eine Nahaufnahme. Wir geben denen aber nicht alle Informationen. So manches sagst du, oh, Überraschung. Also wir sagen auch übrigens, dass hier die Screenshots, also die Screenshots, dass die Luftaufnahmen, so nennen wir es ja, ein paar Stunden alt sind. Und jetzt ist natürlich da unten Bravos Redunct. Nur kurz warten, weil Duck ist dazwischen, ist scheiße. Da oben ist auch die Duck-Warnung, also wir müssen sowieso kurz warten. Wir können die Screenshots nicht nochmal machen. Fällt mir gerade auf, weil die ganzen Meldungen dort nerven. Alles ganz gut, weil dann haben sich die Patrouillen hier schon mal so ein bisschen eingependelt. So. Ja, lass dir Zeit. Ja, der Chat braucht auch immer nicht lange. Finde ich gut. Der ist auch relativ schnell weg. Gleich kommt bestimmt die nächste Meldung. Das will ich wieder machen. So, jetzt fangen wir nochmal neu an, Screenshots zu machen. Weil wir es können. So, jetzt können wir die ZSU hier reinmachen. So, und dann noch hier, dass wir so eine einheitliche Höhe haben. Ah, den können wir, den haben sie übersehen. Und jetzt brauche ich natürlich, ach scheiße, ich finde das nie. Wo ist denn das? Komm, meint ihr, wir finden das so? Weil ich ungefähr dieselbe Höhe haben wollte, damit es realistisch wirkt. Wir finden niemals das Militärlager. Sind wir richtig? Wo sind wir denn? Oh, die wären komplett falsch gewesen. Ah, passt, guck mal, so können wir es machen. So, mit der übrigens linken STRG-Taste, Umschalttaste und der Rückstelltaste könnt ihr auch das Logo unten ausblenden. So, Nahkampflager, Eingang brauchen wir hier. Patrouille ist ganz gut, können wir mit upscreen. Ah, drehen wir noch ein bisschen hier. Wenn die beide drauf, sieht schöner aus. So, dann gibt es auch noch eine Großaufnahme natürlich, das ist immer wichtig von der Basis. Wir da auch noch eine Großaufnahme haben, sowohl so als auch so. Also hier die Hauptbasis. Da brauchen wir natürlich ein paar Screenshots mehr, die wir so reinspielen können. So. Dann brauchen wir noch Screenshots. Hätte ich gerne von diesem Dörfchen. Weiß ich noch gar nicht, ob wir sie einbauen. Ich meine jetzt einfach Screenshots, ob wir sie brauchen oder nicht. Ist eine andere Sache. Aha. Ah, hier wollten wir auch noch was machen, ne? Oh Gott, wir haben ja doch noch ein bisschen was zu tun, ne? Wenn du hier ein bisschen wieder wachst und so, ne? Sind so Gedanken. Ja, hier wollten wir so ein Zusatzziel einbauen. Ja. Dass da irgendwelche Daten drauf sind. Ich meine, es ist natürlich dumm, dass man es so macht, aber sonst sieht man es ja gar nicht. Oder müssen wir die Screenshots eigentlich mit den richtigen Bildern machen? Das möchte ich tatsächlich rauslassen. Brauchen wir gar nicht. Warum schießen die denn? Седьмой, готов действовать. Жду. Aha. Wo schießen die denn jetzt? Was habe ich denn verkackt? War die Friendly Fire oder was? Egal. Powers Reduct. Ich habe keine Ahnung. Nur keine Ahnung. Ah, kann das sein, dass da eine Einheit war in der Nähe? Haben wir da eine Blue Four Einheit irgendwo stehen? Das würde zumindest erklären, warum sie geschossen haben. Schau mal ganz kurz. Warte mal, haben wir eine Blue Four Einheit hier irgendwo stehen? Muss ja, aber anders kann ich mir nicht vorstellen. Aha. Und hier. Nachschublager. Haben wir da einen Blue Four Einheit drin? Nein. Unten vielleicht? Warte mal. Sind das Nachschub? Bei den ZSU-Stellung zerstören? Wo beginnen wir denn? Beginnt oben. Das heißt, sie müssen ja eigentlich hier im Raum sein. Hier haben wir nächste sind Zivilisten. Auf die dürften sie nicht schießen. Dürften nicht auf sie schießen. Ne? Aber hatten wir nicht hier irgendwo? Nee, haben wir nicht. Wo haben wir denn das Ding drin gemacht? Also wo haben wir denn jetzt geschossen? Ich habe es ja doch nicht sehen können. Interessant. Vielleicht fällt es uns gleich nochmal auf. Wir gucken nochmal. Ging nochmal kurz hier drüber, warum die geschossen haben. Ja, wir haben noch einiges vor. Okay, das ist jetzt noch nicht ganz so schnell vorbei. Ah, hier, guck mal. Was sucht denn der da? Achso, das haben wir was getestet wahrscheinlich. Ah, da wird die Ziegen getestet. Stimmt. Ich erinnere mich wieder. Okay, passt doch ganz gut. Können wir so nehmen. Das ist ganz okay. So. Und was habe ich denn jetzt gesagt, was wir noch alles machen müssen? Da müssen wir noch was machen. Und zwar hätte ich gerne hier dann irgendwo noch so ein kleines, ja, so ein Zielpunkt, den man machen kann, wenn die Mission länger gehen soll. Wir haben auch Leute, die sagen, hier, wir wollen noch ein bisschen weiterspielen, weil die Mission gefällt oder so. Wir müssen die aber innerhalb der Duck-Patrouillen, würde ich gerne machen.
Sie sagen so ein kleines Nachschublager. Nicht ein Nachschublager, aber so ein kleines, ja, so ein kleinen Outpost von Taliban oder sowas reinmachen. Ich kann mal reinschreiben, was wir da für Ideen haben, falls diese Folge, falls ich da noch nicht gemacht habe. Ansonsten kann ich auch Sachen noch berichtigen. So, da lassen wir das so, das können wir so lassen, das haben wir berichtigt jetzt. Was wir jetzt noch berichtigen werden, diese Folge, weil sonst vergesse ich das wieder, ich sehe es nämlich schon kommen. Richtig, hier. Ach stimmt, die hat mir letztens übrigens, hat mir schon die Simulation deaktiviert, ich erinnere mich. Ich erinnere mich dran, letztens haben wir hier schon die Simulation deaktiviert. Deswegen sind die auch nicht umgefallen. Deswegen sind die auch nicht umgefallen, meine Damen und Herren. Was wir aber dann noch machen müssen, ist auf jeden Fall die Kisten noch wieder. Weil diese Simulation verbieten ist schön, kannst dann nur nichts mehr aus Kisten rausnehmen und reintun, ist halt blöd, ne? Hat alles immer Vor- und Nachteile, ist wie überall. Wäre langweilig, wenn es zu einfach wäre. So, hier Special States, machen wir rein, so. Enable Simulation. Machen wir raus. Dann machen wir das so jetzt. Und dann können wir das so machen. Die beiden nehmen wir direkt raus. Die nehmen wir auch raus. Die nehmen wir auch raus. Die nehmen wir auch raus, die Grascutter. So, dann haben wir hier, warte mal. Enable Simulation, machen wir hier raus. Sollten die auch nicht sein. Das noch hier berichtigen natürlich. Zack, zack, zack. Die vier Sachen rein da. Und hier lassen wir natürlich die Simulation zu. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die hier nicht dafür sorgen, dass die einstürzen. Müssen wir gleich testen direkt, dass es funktioniert. Wir stellen uns direkt hier rein. Da gucken wir nicht direkt gucken und schauen, ob es geklappt hat. Jetzt sollte eigentlich alles stehen bleiben. Sollte. Ich wiederhole, sollte stehen bleiben. Nur wichtig zu sagen, ne? Ist immer ein Kann und kein Muss, ne? Ja. Ob ich Sandstorm haben wir die genannt? Ich weiß gar nicht mehr. Da war es noch Platz halt. Ich bin mir auch unsicher. Ich weiß es nicht. Und die Ladezeit sind heute extrem schnell, ist mir aufgefallen. Also wirklich, da ist heute Abend mal wieder zackig drauf. Bestimmt, weil es gerade so viele spielen, weil es kostenlos spielbar ist, dieses Wochenende. So, warte mal, hier haben wir es. Guck mal. Passt. Steht alles. Ich kann auch jetzt hier dran gehen. Super. Schön. Hier wollen wir Unterlagen noch reinmachen, Briefing-Unterlagen. Oh ja, ich weiß, warum wir das... Wir werden viel Zeit wahrscheinlich hier Photoshop verbringen. Nicht immer so ein Nachteil, ne? Dass du immer Sachen im Photoshop brauchen musst. Was wir dann aber da mal machen können, gleich oder beziehungsweise irgendwann angehen müssen. So. Aha. So. Nehmen wir das so rein. Das passt. Das passt also, ist berichtigt. Ja, sehr schön. Und dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen, liebe Community. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Denkt daran, ihr seid die Besten. Kein anderer. Bis bald. Euer Martin. Ciao.